Ich glaube, die erwarten das gar nicht, dass da Leute rauskommen und eine fette Show machen und keine Ahnung was so. Die wollen den Song hören, den Typen sehen und halt ein Instagram-Video machen. So. Herzlich willkommen zum zweiten Tag vom epischen Interview-Marathon bei Backspin. Schön, dass ihr drei es geschafft habt, hierher zu kommen um diese Uhrzeit. Jo. Ja, genau. Die erste Frage natürlich, Splash. 2017 ist das 20. Jubiläum. Was bedeutet Splash für euch? Also ihr habt sicherlich alle so ein paar Erfahrungen oder Ideen. So, das, was sagt man dann zu dir? Also ich war das erste Mal vor 2 Jahren auf dem Splash. Ich auch. Ich safe auch erst. Curly auch, weil davor wusste ich nicht, was Festivals sind, genau. Und, ernsthaft? Aber ich war nie auf dem Festival einfach. Was dich nicht interessiert hat, oder? Ja, immer so, boah, 150 Euro und Zelt und ich weiß nicht, ganz Wochenende, boah, kein, ich weiß auch nicht, ey. Ey, die machen das alle, ne? Ja, finde ich super krass. Erst dann habe ich auch gemerkt, guck mal, jetzt finde ich Festivals voll cool, aber wenn alles gut läuft, kann ich nie wieder auf dem Festival, so privat. Jetzt habe ich verkackt eigentlich, aber ist egal. Und ja, ich freue mich immer, weil es einfach so ein, ich weiß noch nicht auf vielen Festivals, so, aber das so, ich freue mich über alle reinen Hip-Hop-Festivals, so, weißt du, da ist einfach immer die Liebe in der Luft. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dieses Festival hat sehr viel Geschichte, so, wenn du auch sagst, für dich ist es auch erst das zweite, ne? Was ist so deine Verbindung zu diesem Festival oder Gedanken dazu? Boah, ich war letztes Jahr hier, hab mit Schota einen Track gespielt und da kann ich mich an relativ wenig erinnern von dem Tag und vom Gelände, deshalb musste ich gestern auch erstmal alles abgehen und so, okay, so sieht diese Bühne aus, so ist die Seebühne, aber... Also wir sind schon seit gestern da und ich fand es halt so geil. Einfach, man läuft so rum und trifft einfach voll viele Leute, die die Mucke kennen, die Mucke feiern. So, man sieht mal so die Menschen hinter den Klicks, so, weil, keine Ahnung, ich bin sonst nur im Studio und nie draußen. Deshalb auf jeden Fall mega geile Atmosphäre und ich freue mich auf jeden Fall, heute hier ein bisschen Turn-Up machen zu können. So. Es ist immer wie so ein großes Klassentreffen, es, wie ihr schon beschrieben habt, man trifft unheimlich viele Leute. Mittlerweile durch 20 Splash-Generationen sind es auch so viele verschiedene Leute, die, auf die man treffen kann. Aber auch du hast da bestimmt so ein paar Splash-Erinnerungen. Das, wie viel ist es für dich? Das ist das. Nimmst du das? Okay, dann behaltet ihr mal alle drei. Du hast mir das nicht geben wollen. Nee, das ist aber so eine Interviewer-Sache. Ich gebe mal ein Mikrofon. Achso, ja, okay, korrekt. Das ist das vierte Jahr tatsächlich. Ich war die ersten 2 Jahre, habe ich ja schon gesagt, mich reingesneakt so ein bisschen. Und die letzten 2 Jahre, also mit dem Jahr jetzt, habe ich gespielt. Und ich muss sagen, dass es am Anfang halt sehr viel nur Turner, sich kaputt saufen und Koman war. Und jetzt funktioniert es halt gar nicht mehr so. Du kannst halt auch nicht mehr über den Zeltplatz so richtig einfach asozial rumlaufen. Ja, weil du die ganze Zeit Fotos machen musst. Und ich will nicht, dass so eine Erinnerung in verschiedenen Instagram-Profilen bestehen bleibt, so. Deswegen, man muss sich ein bisschen zurückhalten, finde ich, jetzt in den letzten 2 Jahren, wo man selber auftritt. Du hast gesagt, du warst nie privat auf dem Festival. Warst du mal privat auf dem Festival? Ich war nur einmal so mit 14 auf so einer Jam, wo wir Flo und Immo angeschrien haben irgendwann. Warum hast du ihn Sorry. Angeschrien? Ich weiß nicht, er hat so gefreestylt und wir haben ihn einfach angeschrien irgendwann von der Bühne. Aber wir waren so 14, regel freche Kinder, das ist vollkommen okay gewesen. Du auch nicht bisher privat auf dem Festival gewesen? Nee, noch gar nicht bisher. Du auch nicht oder warst irgendwann mal ein Privat hier komplett? Ja, dann wäre mal ganz, dann lass uns mal ins Detail da gehen. Denn man trifft sehr viel auf Künstler und ich gerade gestern hatte ich ja auch viele Leute, die auch das erste Mal hier und dann immer nur als Künstler hier auftauchen. Du bist dann ja derjenige, der beide Seiten kennt. So, ich meine, ich habe hier meinen Manzino an meiner Seite, der für mich hier seit 2 Jahren den härtesten Splash-Auftrag hat auf dem Zeltplatz. Ja, letztes Jahr auch schon, meine ich. Das meine ich, das zweite Jahr. Ja, genau. Welche Erfahrung hast du? Du hast dann ja auch beide Seiten gesehen. Welche Erfahrung? Inwiefern meinst du das genau? Ja, so, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Welten, in denen du dich bewegst? Zwischen Künstler sein und... Das Kaputteste, was du je gesehen hast, genau. Boah, ich glaube, das war auf der Fusion. Also ich war auf der Fusion einfach so und das war, glaube ich, die kaputteste Woche, die ich in meinem Leben mitbekommen habe. Ich war eine Woche auf der Fusion. 8 Kilo abgenommen. Es war crazy. Es war auf jeden Fall, ja, würde ich nicht jedem empfehlen, aber es war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Und hier auf dem Splash? Warst du da auch schon mal privat? Also ohne, dass ja, die ersten 2 Jahre, wie gesagt, da habe ich mich halt so reingesneakt, da bin ich gar nicht aufgetreten. Ja, aber was dann aus der Zeit mal? Also du hast gesagt, ja klar, also hart saufen und so, das kann ich schon alles verstehen. Aber das ist ja komplett die andere Seite. Du hast keine Erinnerung mehr, oder? Nee, ich glaube nicht wirklich, Alter. Er möchte was...
Ich habe mal von einem Kumpel, Travis Scott war schon mal vor ein paar Jahren irgendwie da, kann ja. sein. Ich habe mal gehört, dass er an einem Kumpel vorbeigelaufen ist und er gefragt hat, ob jemand Gras hat. Und die meinten, ja klar, und haben einen gerollt. Er hat den Joint genommen und gesagt, danke und ist gegangen. Diese Amis, Alter. War bei Nico? Ja, nicht bei, war bei dir, Nico? Anderer Nico. Es gibt viele Nikos, Alter. Jetzt seid ihr aber alle hier auf der Bühne. Mhm. So ein Festival bedeutet ja auch, dass die Leute nicht nur euretwegen kommen. Wie geht ihr so einen Auftritt an? Man muss einfach richtig die Knaller sofort spielen, wo die Leute denken, weil die gucken sich vielleicht ein bisschen was an und sagen, okay, vielleicht so wie Dr. Dre hat doch mal erzählt, so wenn ein Beat im Club funktionieren muss, dann müssen die ersten 5 Sekunden müssen schon die Leute fesseln. Und ich glaube, man muss so versuchen, die Leute zu fesseln. Ich glaube, man muss einfach komplett abliefern, so wie man sonst immer macht, weil wir geben alle immer 100.000%. So, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Auftritt von uns gesehen hast. Ja, klar. Die Bühne brennt richtig krass. Überragend. Und das muss einfach so bleiben, so immer mehr Benzin auf die Bühne kippen. Ist das Splash dann noch ein besonderer Ort? Also auch für den Auftritt, für die Planung? Ich finde es sehr cool hier. Ich weiß nicht, also... Kann Splash-Bühne spielen, meine ich. Ist das dann nochmal was ganz Besonderes auch für euch? Voll, also ich freue mich voll, dass ich da erst mal am Start bin. So, man rappt ja auch schon eine Weile und dann so, hey, Bock auf den Splash zu spielen, klar. Deshalb war ich auch noch nie hier, weil ich vorhin noch nicht eingeladen wurde. Also du meinst auch, wenn dann nur als Künstler, weil das habe ich gestern auch mal gehört, wenn Splash, dann nur als Künstler und nicht als Privatmann. Ja, voll, ich meine, man versucht es auf jeden Fall, aber im Endeffekt ist man dann trotzdem da, wenn man ein Feature macht oder so. Aber ich habe mir das eigentlich mal so geschworen, ey, ich gehe nur auf Festival, wenn ich da spiele. So, das motiviert auf jeden Fall voll, so finde ich, deshalb... Bin ich jetzt hier, voll geil. Du hast gesagt, man muss die Künstler, man muss die Fans oder die Leute so in den ersten paar Songs schon gleich catchen. Ist wahrscheinlich empfehlenswerter, so, wenn, ja. du, wenn vor allem viele Leute sind, die vielleicht nur so an der Bar, bei der Bühne stehen und sich so das angucken, dann überlegen sie sich, ob die bleiben oder nicht. Ja? Das heißt, du hast auch immer zufriedenes Publikum vor der Bühne gehabt bisher. Publikum. Immer. Ich gehe erst von der Bühne, wenn alle schwitzen. Ja. Hoffentlich. Wie war es bei dir, die Erfahrung? Wie war das Publikum, das du bisher hier so gesehen hast von der Bühne aus? Voll Turn-Up. Also gestern Abend war ich bei Rin, ey. Also ich dachte mir schon, dass es krass abgeht, aber es war eigentlich wie bei Travis Scott nur auf der anderen Seite. So war auf jeden Fall Shoutout an Rin, ey. Richtiger Abriss. So. Ich war beeindruckt auf jeden Fall. Auch von den Leuten, weil die halt einfach, es war wie so eine wabernde Masse, war richtig geil einfach. Und bei den anderen Shows auch, aber da explizit, da fand ich es richtig, richtig sick. Ja, genau das gleiche habe ich gestern auch. Habt ihr den gesehen? Hast du Rin gesehen? Nee? Das war schon beeindruckend. Da ist nämlich auch so ein Punkt für mich, den ich ganz interessant finde, dass ich mir seid also ein bisschen jüngere Künstler, aber habt ihr das Gefühl, dass sich das Publikum in den letzten Jahren verändert hat? Definitiv. Also ich finde, dass viel Jüngere sind auf einmal und die Älteren sich auch ein bisschen so zurückgezogen haben. Ich glaube, dass es auch sehr viel mit der Musikrichtung irgendwie zu tun hat, die gerade irgendwie populär ist. Und ja, jetzt kommen halt die junge Generation so. Ich glaube halt dieser ganze Turn-Up-Modus, der halt einfach gerade irgendwie in ist oder der gerade halt krass gefeiert wird, so, da kommt es eigentlich, glaube ich, mehr auf die Energie gerade an. So, ich meine, wenn man sich so eine Travis Scott-Show anschaut, da hört man bei den Videos, die im Netz rumgehen, ja manchmal noch, man weiß gar nicht mehr, welcher Track das ist, nur eine, am Rhythmus erkennt man, okay, es war Goosebumps. Genau. Und ich glaube halt so, dass es so ein bisschen in den Hintergrund gerät, also okay, bei jemand wie Savage oder so jetzt nicht, aber die Technik so ein bisschen in den Hintergrund gerät und so allgemein, ob man jetzt eine Line zu Ende rappt, so ist eigentlich scheißegal, aber wenn die Hook dann halt abfriert so. Genau, mach mal. Das ist auch, du hast ja gefragt, was so Besondere bei Splash ist. Guck mal, so zu Hause und in deinem Freundeskreis, ihr seid vielleicht 5 oder 10 oder 20 Leute, die gleiche Mucke hören. Und wenn dann ein Konzert bei dir in der Stadt ist, sind es vielleicht 1000, 2000, 3000. Aber hier sind halt, wie viele Leute sind hier? Ich weiß nicht. Dicker, am Ende sind da 5, 6, 10, 20, keine Ahnung, 1000, die nur wegen dieser Mucke da sind. So. Und weißt du, ich glaube, dieses Gemeinschaftsgefühl, das gibt es einfach nirgendwo anders. Und deswegen ist so ein Hip-Hop-Festival immer so ein bisschen extra Liebe noch auf jeden Fall. Ich glaube, ich war vor 2 Jahren oder so beim Masimoto-Auftritt oder so. Und da meinte er sowas wie, Dicker, jedes Festival ist cool, aber das hier ist unser Festival. So, weißt du? Und das ist halt das Geile, Dicker. Und wenn dann Goosebumps an... Mann, ich bin so traurig, dass ich nicht Travis Scott sehen konnte, Alter. Das war das Einzige, was ich mir angucken wollte. Aber ich musste arbeiten, Dicker. So ein Scheißleben, Alter. So. Ja, ich bin richtig traurig auf jeden Fall. Finde ich gut, dass du das sagst. Für mich ist nämlich genau das Gleiche. Ich meine, für mich ist schon ein, zwei Splash-Festivals mehr. Aber das ist immer so, gerade weil es das deutsche Hip-Hop-Festival ist, wo dann die ganze Szene quasi sich immer so trifft, hat es einen ganz besonderen Wert. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, weil du das eben schon ganz gut angebracht hast, das gibt auch eine Diskussion, die wir in der Redaktion durch verschiedene Generationen gerade führen, live spielen. Die Playback-Shows nehmen immer mehr Überhand, habe ich das Gefühl. Sagt mir mal eure Meinung dazu. Tatsächlich habe ich mich gestern auch mit jemandem, glaube ich, drüber unterhalten.
Ich finde Playback ehrlich gesagt nicht schlimm. Ich komme halt, also mit der Musik, die ich aufgewachsen bin, ist es halt so eine Selbstverständlichkeit, dass du kein Playback spielst und das einfach machst. Ich finde aber bei so Festivals wie Splash geht es auch ganz viel um die Energie. So, weißt du, wenn du die emotionalen, deepen Songs haben willst, so, dann kommst du auf mein Konzert, dann kommst du auf meine Tour. So, weißt du, da kriegst du halt den Fanshit. So. Aber wie Berkan schon gesagt hat, ich glaube, hier geht es einfach um Zerreißung und um eine gute Zeit haben und um Leute animieren. Ich meine, du siehst es auch als Künstler, wenn du auf der Bühne bist. Wenn du manchmal rappst, die gucken dich gar nicht an. Die bereiten sich schon auf den nächsten Moshpit vor, ja, genau, und wollen halt einfach nur reinspringen. Und das ist so ein schönes Gefühl, weißt du. Und ich finde, hier ist es jetzt, glaube ich, nicht so... Also es ist sekundär, irgendwie jetzt live aufzutreten. Ich finde, mit Playback ist auch ziemlich geil. Also Dicker, ich komme auch auf jeden Fall auch noch von Freestyle-Battlen auf der Straße teilweise. So. Und aber ey, ich war schon auf dem A$AP Rocky-Konzert, wo die Leute gesagt haben, war voll scheiße, war alles Playbacks. Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Ich war in der Mitte, ich habe meinen Schuh verloren, zwei Songs lang und den wiedergefunden. Ist kackegal, Dicker. Ich war auch einmal bei, ich habe einmal Rin gesehen, einen Song live und der hat auch, Dicker, nur halbe Sätze gerappt. Dicker, scheißegal, Dicker. Es geht ja auch ein bisschen darum, das ist auch so die Sache von Grip, Dicker, du hörst deine Lieblingslieder so laut, wie du zu Hause niemals hören könntest. So. Dieses durch die Wohnung tanzen, mal tausend, so, weißt du? Und deswegen, ey, Dicker, solange er nicht komplett einschläft auf der Bühne und so. Es gibt natürlich auch Leute, die es verkacken wahrscheinlich. Also wenn er Playback rappt, aber auch keine Energie rumdreht, aber wenn er komplett mitspringt und einfach alle mitnimmt, dann scheißegal, Alter. Was ist deine Meinung? Ja, also ich finde das jetzt auch nicht tragisch oder so, aber mich flasht es schon irgendwie mehr, wenn jemand irgendwie richtig spittet irgendwie auch auf der Bühne. So. Ich meine, ich finde, es kommt halt wie gesagt auf den Song an. So. Also wenn es jetzt halt einfach ein Liliadi-Song ist, okay, der spittet ja eh nie so, warum sollte der das dann da machen? Aber ich habe den halt live gesehen und der hatte teilweise einfach so die ganze Zeit gar keine Playbacks, sondern einfach die Tracks, die da liefen halt. Ich dachte so, hä? Und... Ja, genau. Und es kommt halt einfach, glaube ich, halt drauf an, was du halt transportieren willst, so ein bisschen halt irgendwie. Ob das Sinn macht oder nicht so. Also voll legitim manchmal. Ich habe die ähnliche Gedanken wie ihr. Ich merke auch, dass so bestimmte Künstler und dann der Party-Effekt oder einfach dieses Gemeinsame da so im Vordergrund steht, das ist, also Rin, wunderbares Beispiel gestern, das war einfach so eine krasse Energie, das ist echt fast scheißegal, ob er das rappt oder nicht. Trotzdem glaube ich, so als Künstler, ist da nicht ein Anspruch vorhanden, dem man gerecht werden muss? Ja, also wenn ich irgendwie eine Line verkacke, dann bin ich erstmal eine Stunde nach der Show immer noch schlecht drauf. So, ich bin da schon immer sehr perfektionistisch an mich selber halt einfach so den Anspruch, aber das hat dann mit den anderen Leuten nichts zu tun, bei jemand anderem ist mir voll scheißegal halt so. Den feiere ich trotzdem noch, aber an mich selber bin ich halt immer so, ah damn, hätte ich irgendwie noch geiler machen können, aber ja, das liegt glaube ich bei jedem anders, glaube ich. Du nickst? Dazu kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich das eigentlich genauso sehe. Scheiße, ich habe voll vergessen, worüber wir geredet haben. Alter. Aber du siehst es genauso. Ich war voll fertig vergessen. Was haben wir nochmal gerade gesagt? Ach so, live. Nein. genau, das Live-Rappen. Nee, für mich ist es auch eher so ein künstlerischer Anspruch, einfach um mich selbst irgendwie herauszufordern. Aber ich glaube, die meisten da draußen, außer so die Die-Hard-Fans, so, denen ist das, glaube ich, ziemlich Schnuppe. Selbst wenn ich, weißt du, wenn ich meinen Premix rauflege auf meinen Songs und den Freunden zeige, dann sagen die, boah, dieser Sound, das ist so krass. Und du sagst so, Digga, der ist nicht mal abgemischt, nicht gemastert, ich habe da nur einen Kompressor, EQ raufgehauen. So. Die sagen, ja, ist doch egal, der klingt, bring ihn mal so raus, hau ihn mal so raus. Ich glaube, man ist halt selber mit sich sehr kritisch, was auch gut ist. Aber ich glaube, wir könnten viel produktiver sein, wenn wir einfach ein bisschen nicht nach Perfektion streben, sondern wir leben halt in einem Quantitätsuniversum. Heutzutage geht alles so schnell. Du musst ballern, ballern, ballern und ja. Finde ich einen sehr interessanten Punkt. Das ist, glaube ich, auch etwas genau. Feierst du? Kurz Hip-Hop-Moment gehabt. Ja, genau. Sorry, kurz Hip-Hop. Alles cool. Finde ich aber einen sehr interessanten Punkt und ich habe da gerade den nächsten Gast, der hockt da vorne. Deswegen gibt es die erste Möglichkeit, sich hier zu verabschieden. Danke, dass du dabei gewesen bist. Danke, dass du hier warst, Curly. Falk, kommst du zu mir? Und wenn wir schon Professor Falk Schacht im Haus haben, dann können wir auch mit ihm gleich mal über Playback-Shows oder richtige, also Performance nachdenken. Was mich hier mal interessieren würde, wenn von euch mal eine Meinung kommen würde, das würde mich interessieren, ob euch Playback-Shows eigentlich relativ egal sind oder ob ihr das feiert, dann bitte da an das Mikrofon treten und uns kurz ein bisschen, im Freestyle, und dann uns kurz ein bisschen Input geben. Aber Falk, wie siehst du das? Die Entwicklung zu immer mehr Playback-Shows? Für mich ist das so, ich hasse Live-Konzerte.
Ich kann damit gar nichts anfangen. Verfolgen im Hintergrund, dass... Ja, pass auf, es ist natürlich ein bisschen komplexer. Verfolgen im Hintergrund, dass ich einfach, gerade was Rap-Shows betrifft, wahnsinnig oft enttäuscht werde. Ich finde sie wahnsinnig uninteressant und langweilig. Und ich höre mir halt gerne dann die Studio-Version an, ja? Weil ich mag dann auch die Audioqualitäten. Auf einem Konzert ist der Sound sowieso schon mal nicht so gut wie aus dem Studio. Und wenn dann einfach nur jemand da steht und so ein bisschen rumrappt, dann ist es langweilig. Und wenn es dann noch Playback ist, dann fühle ich mich in Ansätzen komplett verarscht, weil die CD habe ich ja schon zu Hause, da muss ich nicht nochmal Eintritt bezahlen, um was habe ich davon, dass der da oben steht. Also das interessiert mich nicht. Genau. Und deswegen verlange ich theoretisch als Konsument, der unterhalten werden möchte, verlange ich eine grandiose Show. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ein Künstler das machen kann. Und warum das im Rap so selten umgesetzt wird. Ich habe mich tatsächlich gerade gestern Abend auch mit einigen Leuten hier Backstage darüber unterhalten, dass einfach Rap da offensichtlich ein großes Defizit hat, während andere Musikgenres da viel lockerer und viel kreativer agieren. Also dazu wollte ich nur sagen, ich finde halt so CD und so Live-Shows ist halt ein Riesenunterschied, weil live die Energie, die du transportierst, ist sehr bestimmte, wie du gestikulierst oder wie du Leute anguckst. Ich meine, das kannst du ja überhaupt nicht von der CD ziehen. Du kannst halt bestimmte Emotionen, glaube ich, von der CD entnehmen. Aber so dieses Echte und dieses, boah, okay, jetzt kaufe ich die zu 100% ab, das hast du nur live, ja. Meiner Meinung nach. So. Aber anscheinend auf den Konzerten, wo Falk war, haben die dann beides verkackt. Weil ich weiß noch zum Beispiel, wie ich extra, ich war Freitag beim Splash vor 2 Wochen, sind wir zurückgefahren, ich bin Sonntag nochmal extra gekommen, um Pusha T mir anzugucken. Und ich habe von meiner ersten Kohle alle Clips-Alben geholt damals, die es gab. Und es war richtig, ich habe mich so auf Pusha T gefreut, es war einfach kacke, Alter. So, und er hat nicht mal nur Playback gerappt, aber die Playback-Stellen im Song waren viel lauter als sein richtiges Mic. Er hat sich einfach keine Mühe gegeben. Weißt du, wenn man merkt, dass er sich keine Mühe gibt, weil es gibt auf jeden Fall die Leute, es gibt halt auch, er sagt, er will entertained werden. So, es gibt auch Leute, die mit Playback entertained. Du hast ja, wir haben ja schon über Rin oder genau. Gott weiß geredet. Und ich weiß, wie Travis war, aber jedes Mal, wenn ich ein Video von Travis sehe, dann flippt die ganze Crowd aus, als ob die Dings, Alter, Gott weiß was genommen hätten. Und ja, aber es gibt halt auch Leute, die sich keine Mühe geben. Zum Beispiel, ich habe, heute ist ja Nas, ja? Und letztens war Nas irgendwie in Berlin und die Leute sagen, man krass. Und ich war überrascht, weil auf der Nas-DVD ist ein Ausschnitt, wie er The World Is Yours rappt und es ist über Kacke. Und The World Is Yours ist einer meiner Lieblingssongs auf der ganzen Welt. Und ich dachte, okay, Nas gibt, wenn er sich nicht mal auf seinem DVD Mühe gibt, so, dann wird er sich bestimmt auch in echt keine Mühe geben. Aber in Berlin soll krass gewesen sein. Und jetzt, also ich habe mir Nas so oder so angeguckt aus Prinzip, aber jetzt freue ich mich auch ein bisschen. Also es gibt da natürlich tausende Variablen, die da mit reinspielen, weil natürlich gibt es Leute, die auch mit Playback-Shows zufrieden sind und dann happy sind, weil sie eben genau einen Blick erhaschen dürfen oder mal 5 in der ersten Reihe bekommen oder so. Du hast aber gefragt, wie es mir persönlich geht und da habe ich einfach schon Dinge gesehen, die ich überkrass fand und da muss dann jemand anders erstmal drüber und die meisten Rapper leider machen es einfach nicht. Also die stehen mir zu stativ rum, da passiert nichts, da ist keine Energie. Und um mal ein positives Beispiel zu nennen, also Busta Rhymes zum Beispiel, der braucht kein Feuerwerk, der braucht keine Nackttänzerin, der braucht das alles nicht, weil der pure Energie auf der Bühne ist. Der dreht durch und da springt dann tatsächlich auch was auf mich über. Und vielleicht kann man es noch besser erklären, ich war mal in einem bayerischen Bierzelt und da war eine Coverband. Die haben den ganzen Abend nur Coversongs gespielt. Ich kannte jedes Lied, fand aber alles schrecklich und scheiße, von Spider-Murphy-Gang bis was weiß der Geier. Aber was ich beeindruckend fand, war, wie krass gut diese Künstler miteinander gespielt haben. Also ich war von der Fertigkeit, die besitzen, beeindruckt. Nur musikalisch war es Schrott. Und das ist halt andersrum, wenn die Musik super ist, aber jemand nicht beeindrucken kann durch seine Performance, dann bin ich gelangweilt. Die haben gut zusammen schlechte Musik gespielt, also ich mochte die Stücke nicht, aber sie haben krass gute, es waren einfach krasse Musiker, wo du so gedacht hast, wow, der Drummer hat es echt drauf, schade, dass der hier jetzt so einen Schund spielen muss, aber beeindruckend. Und genau so geht es halt auch andersrum, da ist die Musik total super und dann steht der da und jetzt beeindruckt mich, mach was. Siehst du denn, wenn du jetzt zum Beispiel, hast du Rin gestern Abend gesehen, die Show von Rin, hast du die gesehen? Aber du hast doch sicherlich eine der Shows in den letzten, vielleicht auch letztes Jahr oder so gesehen, wo eben so eine Playback-Show und das Publikum in einer großen Masse absolut darauf durchdreht. Kannst du das nachvollziehen? Juicy Gay hat ja so Mischformen. Manchmal ist es Halbplayback. Also Halbplayback nennt man, wenn man über das vollständige, den vollständigen Song noch drüber rappt. Also du sozusagen 2 Stimmen hast.
Okay, auf jeden Fall, bei ihm funktioniert das sehr gut. Und da kommt aber auch so ein bisschen das Phänomen zum Tragen. Der ist zum Beispiel auch so ein Energiebolzen. Das ist so wie Damian Davis. Der dreht einfach durch und du kannst mit dem feiern. Er springt ins Publikum und das macht dann Spaß. Und dann ist es mir auch Latte, dass da irgendwo der Rap mitläuft, weil es geht um die Performance und es geht nicht so sehr um die Musik. Ja, genau. Das ist im Prinzip das, worauf man sich dann wahrscheinlich einigen kann. Wenn es geil ist, ist es geil. Punkt. Trotzdem würde mich von euch immer noch interessieren, aber ihr seht alle noch ein bisschen verschlafen aus. Also wenn ihr Lust habt, dazu was zu sagen. Sag mal, wer so richtig verkackt hat einfach. Genau, auch richtig auf richtig mal. Kommst du meiner Show, bei mir passiert hier was. Oder so, da ist immer noch das Mikrofon. Kurz zwischendurch, du guckst immer so nach hinten. Wenn du los musst, dann mach es gerne. Ja, genau, kein Thema. Das ist Prinzip. Auch los? Oh scheiße, das ist jetzt... Siehst du, deswegen, du okay. Auch? Ja, ich muss auch los. Ich habe gerade, mein Manager hat ein wichtiges Handzeichen gemacht. Danke euch. War mir eine Freude. Kurzen Applaus für die beiden. Ah, so, der nächste Gast ist da. Du kannst gleich mit auf die Bühne kommen, wenn du möchtest. Einmal Applaus für Felix Kroll. Vielen Dank, dass du da bist. Freut mich sehr. Und ich wollte dich mal ganz gesund einbauen, lieber Zino. Du siehst schon wieder ganz schön. Also mitten vom... 100 Stunden wach, Digga. Ich habe vielleicht eine Stunde geschlafen oder so, einfach auf dem Boden irgendwo. Du bist ja der Mann für mich, der dann auch immer vorne im Moshpit mit unterwegs ist und quasi wirklich an vorderster Front. Wenn du da unterwegs bist, merkst du, dass es irgendwie einen Unterschied macht, ob jetzt der Rapper sich besonders viel Mühe gibt zu performen oder ob es nur eine Playback-Show ist? Ist das ein Unterschied? Ja, ich finde es voll der Unterschied. Also ich gehe auch nicht ganz damit konform, was gerade hier alle anderen gesagt haben, weil ich finde einfach, das reicht nicht, auf der Bühne zu sein. So. Also du bist halt einfach da und man kennt deinen Namen so. Und dann schreist du mit auf deine eigenen Songs, aber also für mich reicht es nicht so. Also für mich als Hip-Hop-Fan, so, ich bin jetzt nicht nur, ich will ja nicht nur Musik laut hören, so, sondern ich bin halt einfach kranker Hip-Hop-Nerd. So, und dann will ich halt auch sehen, dass da was passiert, so, dass da abgeliefert wird. Natürlich kann ich das auch verstehen, weil ich habe auch genauso viel Spaß daran, einfach aufeinander zuzurennen so, und irgendjemanden halt irgendwie, keine Ahnung, eine Kelle zu geben dann im Moshpit. Macht mir auch Spaß. Aber vom musikalischen und vom Hip-Hop-Aspekt will ich schon sehen, dass da jemand mehr macht, außer da zu sein oder außer Energie zu haben. Digga, weil jetzt, selbst wenn ich noch nie in meinem ganzen Leben einen 16er geschrieben habe oder sonst was, kann ich ja auch auf der Bühne stehen so und dann halt einfach ausrasten. Also dafür brauchst du ja gar nichts im Endeffekt. Das Plädoyer des Anspruches aus der Mitte vom Moshpit finde ich gut. Du hast aber auch noch so was auf dem Herzen. Ja, es ist natürlich auch beidseitig bedingt. Ja? Es gibt ja nicht nur den Künstler, der was liefern muss. Und natürlich habe ich als Teil des Publikums, das bezahlt hat, dann meinen Anspruch. Ne? Here we are now, Entertainers, also mach was. Aber man muss auch zugeben, dass natürlich von Stadt zu Stadt und von Region zu Region das Publikum sehr unterschiedlich ist. Also zum Beispiel in Hamburg kann man ganz klar feststellen, dass eher, wie soll ich sagen, also das Kopfnicken ist da schon beeindruckend so, und wenn man da drüber hinausgehen kann, dann hat man schon was gerissen. Und wenn man zum Beispiel in den Osten fährt, das war schon immer so, dann ist hier viel mehr Halligalli, die Leute drehen schon auf kleinste Sachen irgendwie durch und scheinen viel mehr Spaß zu haben. Vielleicht auch, weil in Hamburg gehen so viele Acts dadurch, dass die halt dann auch nicht mehr beeindruckt sind und vielleicht dann auch so eine arrogante Haltung haben wie ich, also mach jetzt mal was. Und wenn du halt nicht jede Woche irgendwie einen Eminem vor der Fresse stehen hast und der ist dann mal da, dann ist halt Turn-Up angesagt. Also ich denke, dass das auch mit hineinspielt, wie gut das Erlebnis eines Konzerts sein kann. Das bedingt sich halt. Beide Seiten müssen eigentlich liefern, wenn man auf den Punkt kommen will. Vielleicht, du trittst gerade mit in die Runde, vielleicht hast du noch was dazu zu sagen? Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich davon abhängig, was du für einen Artist hast und was der Artist auch wiederum für Fans hat. Also ich finde zum Beispiel... gestern bei Travis Scott, muss ich sagen, so hat mich das nicht gestört, dass viel Playback war, so, weil der Typ halt einfach, ich meine, ich schätze mal, das ist auch gar nicht anders umsetzbar. Wenn du halt so einheizt und dann Stunts machst, Leute irgendwie von der Bühne wirfst, dann ist es schwer, das noch mit einer anständigen Performance an sich zu kombinieren. Sollte das eigentlich der Anspruch sein? Also sollte es nicht der Anspruch von einem Künstler sein, ich will eine krasse Performance machen? Ich glaube, da spaltet sich das Ganze dann zwischen wirklich real Rap und Entertainment aus Amerika. So. Ich glaube, da sind die Amis halt einfach auf einem anderen Grind irgendwie. Ich denke, dass die da gar nicht mehr... Also es gibt natürlich Unterschiede, zum Beispiel Kendrick kann man da jetzt nicht mit reinwerfen, aber
die sind einfach mehr auf Turn-Up an sich so. Also auch egal, wenn du die anschaust, wenn du die Kodak Black oder so anguckst, da ist so viel Playback dabei, aber es auch irgendwie ist es egal, Mann, weil die einfach einheizen. Also ich finde das gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Wobei ich vielleicht noch anfügen muss, dass ich es auch sehr, sehr geil finde, wenn jemand wirklich eine krasse stimmliche Performance abliefert. Also so ist nicht, das finde ich schon dope, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, gibt es Leute, die hier Steve Aoki kennen? Mal um Handzeichen, wer kennt Steve Aoki? Okay, für die, die den nicht kennen, das ist also ein DJ, der legt im Grunde also nur Mucke auf, nicht seinen eigenen Kram, obwohl er, glaube ich, auch Sachen produziert, aber er ist kein Vocal-Performer. Und er ist irgendwann verschrien gewesen innerhalb der DJ-Szene, weil bei ihnen mit Torten geschmissen wird. Und es geht also viel um so, wie soll ich sagen, Klamauk. Und dann denke ich mir, ja, okay, für einen Abend kann ich mir sowas angucken. Natürlich ist das dann Playback und gestellt, aber ich will ja auch Spaß haben, das unterhält mich. Letztens habe ich, wie heißt nochmal diese Michaela Schäfer, die macht jetzt so eine Laser-DJ-Show. Das heißt, die hat so ein Tron-artiges Kostüm an mit so Laser um die Brüste herum und alles und so. Das kann ich mir einmal angucken, das unterhält mich eine halbe Stunde und dann gehe ich wieder. Es hat keinen tieferen Sinn, aber es passiert halt was. Und bei Rappern, wenn ich halt schon weiß, dass der gut rappen kann und im Studio gut rappt und alles ist gut Rap und dann steht er auf der Bühne und der rappt auch gut, dann frage ich mich halt, ja gut, schmeckt mein Bier jetzt oder nicht? Also das kann ja eigentlich nicht der Sinn der Sache sein. Deswegen vielleicht so ein Rapper in Tron-Kostüm, der so eine Laser-Titten-Show macht. Das wäre vielleicht mal was. Falk Schacht und seine Ideen. Wir haben eine Meinung da. Stellst du dich kurz vor? Ja, hi, ich bin der Micha. Und ich habe eigentlich eher so einen Einwurf. Ich finde zum Beispiel Leute, die das richtig gut hinkriegen, diesen Turn-Up und dieses MC-Ding live hinzukriegen, sind die Jungs aus England, also die ganzen Grime-Leute. Ich war gestern bei Kano, da waren vielleicht nur 200 Leute vor der Mainstage, aber da waren ja irgendwie zwei Moshpits schon am Start und er hat aber die ganze Zeit auch noch richtig abgeliefert. Letztes Jahr bei Skepta war es richtig krass, dass die Jungs aus England eben dieses MC-Ding live richtig gut drauf haben, aber dieses Turn-Up halt auch einfach noch richtig gut rüberkriegen. Ja, danke dafür. Ich habe die gleiche Erfahrung. Ich habe Crapped in Conan gerade letzte Woche auf einem anderen Festival gesehen und war da auch von der Energie beeindruckt, aber zugleich von der Professionalität, die sie auf der Bühne dargelegt haben. Das, vielen Dank von deiner Seite. Schon mal Applaus für den guten Jungen. Finde auch, glaube ich, dass da noch viel Potenzial drin ist, so was deutsche, dass da noch viel Potenzial drin ist für Deutschrap-Künstler. So. Und insofern kann sich noch viel entwickeln. Du bist gerade mit dazugestoßen. Erstmal Applaus für Schote, dass er dabei ist. Damit wir es hier nicht zu weit ausufern lassen Richtung Playback, und da haben wir jetzt viel drüber gesprochen, will ich zu dem eigentlichen Punkt nochmal zurückkommen, wenn ich drei neue Gäste habe. Wir haben Splash 20, 20 Jahre Splash. Was sind deine Splash-Erfahrungen? So, wie vielte Mal und was verbindest du mit diesem Festival? Also zuerst bringe ich den Klassiker, um zu zeigen, wie lange ich schon auf dieses Festival gehe. Diese Nummer auf dem Acker halt, so, wo irgendwelche Gummistiefel vor den Dixie-Klos stecken und das ist einfach egal dann gewesen. So. Man hat sich irgendwelche Mülltüten umgebunden und dann war halt so Robotermodus vor. So, aber so eckmäßig, weiß nicht, gibt es immer Highlights. So. Ich fand Outkast krass, so, aber oh, da gibt es so viele Sachen, dass ich jetzt nicht viel sagen kann. Aber ist halt, es ist so ein Festival, wo sich halt jeder irgendwie immer trifft so, und man kriegt alles auf einmal. So. Das war jetzt ein Werbeblock, gell? Nice. Ja, genau. Du kannst gleich noch ein bisschen drin graben, weil ich werde auf jeden Fall noch nach Highlights fragen. So wenn du auch als Fan hier unterwegs gewesen bist, dann auch von beiden Seiten. Wie sind so deine Verbindungen zu diesem Festival? Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Also für mich ist tatsächlich das allererste Mal dieses Jahr und ich bin total beeindruckt. Ich war gestern, ich hatte so fast eine kleine Reizüberflutung so, weil ich allgemein privat jetzt nicht so der Festivalgänger bin, aber es ist sehr, sehr eindrucksvoll und ich wusste nicht, was auf mich zukommt, aber es ist echt sehr, sehr herzlich. Das finde ich sehr, sehr geil. Also wir waren vorhin was essen und dann haben da einfach, hat eine Crowd dann da volle Kanne aufgedreht und ein Raise-Up, Shoutout an, von wem war nochmal Raise-Up? PD Pablo, Motherfucker, ja genau. Sind da volle Kanne abgegangen auf jeden Fall und ich habe sowas noch nie erlebt, finde das sehr, sehr geil. Ja, freue mich, dass ich hier sein darf. Du wirkst auch nicht wie jemand, geil, der vorher ein paar Jahre schon auf dem Campingplatz gecampt hat und die Dixie-Klos halt gesehen hat, die er gesehen hat. Nee. Falk, du hast auch nie gecampt oder hast du mal gezeltet auf dem Splash?
Ich glaube, letztes Jahr habe ich das erste Mal im Zelt geschlafen, einen Abend. Dann habe ich gedacht, okay, das reicht. Und dann bist du rausgeschlichen, damit du sie nicht aufwächst. Ja, du hast halt immer wieder das klassische Problem zwischen die vernünftigen Hotels sind ja alle eine halbe Stunde weg. Wie kommt man da hin, wenn man hier feiern möchte, kann man nicht mehr fahren. Du hast auch keine Lust, dauernd diese Kohlen zu bezahlen. Dann wartest du eine Stunde auf ein Taxi, das dann nicht kommt. Also schläfst du dann irgendwo hier. Versuchst es. Wie viel Splash ist es für dich? Boah, keine Ahnung. Das 19. oder 18. Kurzen Applaus für jemanden, der 19 Splash mitgemacht hat, ja. Oder? Vielleicht auch Mitleidsapplaus. Ja, beeindruckende oder so. Leistung. Er ist immer zu einem Festival gefahren. Aber komm, ich sehe schon wieder die nächsten Gäste, die kommen, deswegen muss ich ein kleines bisschen auf Tube drücken. Aber so Anekdoten, Highlights, das würde ich gerne nochmal abfragen, gerade bei dir, Falk. Der größte Splash-Moment für dich. Da muss ich nachdenken. Alter, ich habe 18 Stück, das ist dein erstes. Dich habe ich schon abgefragt, du weißt es jetzt? Ich habe einen. Ja, das war definitiv, das war glaube ich nach diesem Safe-Splash-Moment, wo das Orchester gespielt hat. Das war, okay, also für die jüngeren Zuschauer, also es war glaube ich irgendwie ein Orchester aus der Region und die haben halt so die Deutschrap-Classics so instrumentalisiert. So. Und dann waren halt alle, die man sich zu der Zeit halt vorstellen konnte, so waren halt auf der Bühne und haben ihren Hit so performt. Und das war schon so ein Moment, wo man dann kurz mal Gänsehaut kriegt und denkt, ey, das ist doch irgendwie größer, als man mal gedacht hat, so dieses Hibbidi-Hop-Ding so. Und das war Macht auf jeden Fall. Und zum ersten Mal habe ich Wir waren mal Stars live gefeiert, so. Wirklich, das war vielleicht der Moment dann. Um es kurz zu erklären, es gab halt eine Phase, wo es dem Festival nicht so gut ging, deswegen gab es eine Aktion, die hieß Safe Splash, die das Festival retten soll, um es aus der den finanziellen Engpässen rauszuholen. Deshalb diese ganze Aktion damals, das ist glaube ich so 2006 vielleicht oder so, 2007, weiß ich nicht genau. Hast du eine Anekdote? Bei dir kriege ich ja keine, Felix. Die La Familia Reunion war, fand ich... Ich glaube, du musst auch La Familia erklären jetzt kurz. Ja, La Familia war... Wer kennt La Familia? Keiner. Guck mal, siehst du so drei so kleine Hände, die so sich beschämen, so vom Brust so hochheben, damit sie die anderen nicht mitkriegen? Eigentlich müsste es ja andersrum sein. Aber La Familia ist ein loser Verbund von verschiedenen Rappern gewesen, wie Curse, STF, also Scopeman, Tuaregen, Fast Forward. Das ist so ein richtiges 90er-Ding. Und vielleicht kann man... ansatzweise vielleicht sowas Ähnliches wie der deutsche Wu-Tang Clan, das ist vielleicht übertrieben, wenn die weitergemacht hätten. Der deutsche Wu-Tang Clan ist auch 187 Straßenbande, oder nicht? Ja, aber nicht in den 90ern. Da, ja, stimmt. Da waren die ja noch, genau. Ja. Also, und die haben sich nach 10 Jahren wieder zusammengefunden, das war so ein kleines Wunder und das hat Spaß gemacht. Aber ich glaube, also... Ja, das ist eine schöne Anekdote, die sehr so deep ist. Die passt zu deiner Nerdigkeit. Genau, so, wieso Nerdigkeit? Das ist ein Generationending. Ja, das vielleicht auch. Ja. Ich habe gerade das Zeichen bekommen, dass ich 2 Plätze brauche. Deswegen haben von euch 2 Jungs die Möglichkeit, jetzt zu fliehen. Wer nicht mehr möchte, darf aufstehen. Ich habe noch Zeit. Guck mal, jetzt gibt es einen Kampf. Hol doch einfach einen Stuhl. Ich bin nur höflich. 21.07. Allmann-Tape. Hat mich danke sehr gefreut, Werbe, danke. War eine Freude, danke. Kurz, aber herzlich. Schön, dass du da warst. 18.15 Uhr, Sonntag, Backyard. Viel Spaß noch. Kommt oder verpasst alles. Dann werden wir, wen bekomme ich dann auf die Bühne? Wer ist dann da? Ich möchte mal Props an meine Mutter geben, die mich nicht angerufen hat, obwohl ich aus Hamburg komme und sie die Bilder im Fernsehen gesehen hat. Das fand ich mutig von ihr. Shoutout. Ja, so, oder sie hat einfach sich keine Gedanken gemacht. Nee, den haben wir hier. Hallo, grüß dich, Hugo Nameless. Schön, dass ihr meinen Namen habt. Wer war gestern schon hier von euch? Hat jemand gestern, genau, so ein paar Leute sind dabei. Das heißt, ihr werdet gestern mitbekommen haben, dass ich mit dem guten Max Münster von Universal hier ein bisschen länger mich über Business unterhalten habe, was dann bei euch auch dazu geführt hat, dass sich Leute dafür interessiert haben. Deshalb jetzt auch nochmal, auch wenn wir Richtung Ende der Sendung langsam gehen, die Möglichkeit und die Info für euch, da steht ein Mikrofon. Wenn ihr Fragen habt an einen von diesen 3 wunderschönen Menschen, dann stellt sie bitte an diesem Mikrofon. Wir sind ein bisschen bei Anekdoten, wir hatten das gestern schon gehabt, aber wir haben einen neuen Gast, Splash. Ja. Sag mal, Splash, was bedeutet dir das? Ja, Hardcore. Kannst du mir das versuchen, ein bisschen genauer zu erläutern? Schon, also viel schlafen und essen ist auf jeden Fall nicht drin, so, aber gute Laune. Und was macht das Splash anders als andere Sachen?
Warum gerade Splash? Warum die vier Tage? Ich war noch nie auf anderen Festivals. Letztes Jahr war Splash das erste Mal halt. Und ja. Und was machst du denn hier so den ganzen Tag? Ja, ey, am meisten die ganze Zeit versuchen Leute zu finden. Man verliert die ganze Zeit nur Leute, Alter. Wir wollten auch gestern, eine Freundin kam so, sie war nicht mehr so ganz fit so und dann musste ich ein bisschen mit ihr so Dings und dann sind wir kurz zum Zeltplatz gegangen, haben da gechillt. Wir wollten so eine halbe Stunde chillen, wir haben im Endeffekt 4 Stunden in diesem Zelt einfach gechillt so. Ja. Deswegen auch die Sonnenbrille wahrscheinlich, oder? Ja, besser ist. Was sind so dein Fazit von den ersten 2 Tagen Splash? Was waren so deine Highlights der letzten 2 Tage? Ey, auf jeden Fall, ich bin ja viel mit den 102 Jungs so und der Cousin von Kuba, Jurek, er ist gestern im Zelt eingeschlafen, aber er ist heute Morgen irgendwo komplett anders aufgewacht. So, das war auf jeden Fall witzig. Ja, keine Ahnung, er erinnert sich nicht dran. Wir haben ja auch den Tag davor mit einfach Tesaband, also mit Tape eingewickelt und auch mit dem Stuhl dann ins Zelt reingelegt. So. Der kann schlafen wie ein Weltmeister, Mann. Das sind so Welten, die sehe ich nicht, dazu komme ich wirklich nicht hin. Du hast auch noch nicht solche Sachen quasi live miterlebt, oder? Zeltplatz, nee, nur mal rübergegangen. Richtig schnöselmäßig. Aber ist echt eine Parallelwelt, so muss man schon sagen. Ich sehe das auch. Und da trifft man auch immer Leute, die sagen so, ja okay, ich gucke mir gar nichts an. Ich chill konstant auf dem Zeltplatz, Bierbong und keine Ahnung, was da alles los ist. Und finde ich auch geil, ist einfach fairerweise nicht so mein Ding. Bin da eher bei Falk. Muss man eigentlich für einen Zeltplatz auch Eintritt bezahlen? Sonst wäre es ja ein ziemlich billiges Vergnügen, dass man hierher fährt, einfach nur zeltet und... Ich glaube, man kann schon da reingehen und einfach durchlatschen und einfach nur zelten, oder? Das ist eine ganz interessante Frage eigentlich. Ja, also, komm, dann, da ist das Mikrofon. Wer weiß es? Zack, steh auf. Komm, du hast dich gemeldet? Brüll mal. Nein, du kannst. Jetzt lass ihn, brüll doch mal. Du musst Ticket vorzeigen, okay, belastend. Ja. Was? Okay, vielleicht diskutiert er das draußen noch. Finde ich sehr geil, das heißt also, ja eigentlich... Das Beste war auch, wir waren auf dem Zeltplatz, irgendwie auf dem VIP-Zeltplatz so und dann hatten alle so verschiedene Bändchen so und da war so eine voll überforderte Aufseherin und sie sagte, zeig mal bitte eure Bändchen. Und wir zeigen die so und die so, ach scheiße, die sollten alle dieselbe Farbe haben. Sie hat sie uns einfach in Ruhe gelassen. Kann man nicht aufsehen, ne, wie in... Ja, wie im Knast auf jeden Fall. Ja, ich überlege gerade, wie ich die Brücke da hinkriege, weil wir werden uns nicht so viel über Zeltplatz-Action austauschen und ich weiß nicht, ob du dich so viel an die Dinge erinnern kannst, wie du so in den letzten Jahren das hattest. Ach doch, doch, doch. Dann bringen wir uns ein paar Anekdoten mit. So. Ich meine, hier sitzen 3 Leute, die den Zeltplatz immer nur davon kennen, mal abgesehen von einer Nacht Falk, die da langschlendern. Ist alles nicht so Hilal auf jeden Fall, wenn ich das jetzt... Lass mal den Maxi ein bisschen gehen, ey. Ich will gar nichts sagen. Das sah so aus, als ob du ihm dazu was sagen wolltest. Du bist jetzt Künstler. Ich weiß nicht, hast du einen Auftritt dieses? Ja, heute Abend Panama und dann noch mit 1 und 2 Boys, 19 Uhr noch was. 19 Uhr? 25 oder 45. Okay. Oder so. Was bedeutet es, hier aufzutreten? Ja, war cool, haben wir letztes Jahr auch gemacht, deswegen war nice. Ja, aber so als, aus Künstlersicht, ist es irgendwas Besonderes? Ist es irgendwie eine besondere sowas Herausforderung? Wie so, wenn es gibt so ein paar Prestiges, glaube ich, so im Deutschrap, wo dann zum Beispiel so ein Juice-Cover oder sowas und ein Splash-Auftritt und so auf jeden Fall mit dabei sind. Und deswegen ist cool. Bereitest du dich irgendwie besonders vor? Nö. Warum ich habe meinen Stick noch nicht mal abgegeben. Ja, keine Ahnung, so, es soll einfach Spaß machen, so, es wird schon alles. Ich glaube, es ist mal ganz interessant, auch mit dir. Wir haben vorhin ein bisschen über Playback diskutiert hier. Ich mache diese Diskussion jetzt hier nochmal auf. Ja, immer Playback. Du hast sehr viel dazu gesagt, genau, ja, ist richtig. Aber auch von dir mal vielleicht die Meinung, so, dann sind wir wieder ein bisschen im Business, bevor du dann gleich was dazu sagen kannst. Live performen auf Playback oder richtig? Schwierig. Also ich muss schon sagen, dass es gibt Künstler, die es gut machen. Und die halt ihr Playback irgendwie clever einsetzen und dass man es dann wirklich irgendwie eher unterstützend nutzt. Was ich halt wirklich ein bisschen wenig finde, so ich war vor 3 Monaten oder so auf einer Lil Yachty Show in Berlin. Das fand ich richtig minus. Das war wirklich das schlechteste Konzert, auf dem ich jemals war. Man muss aber fairerweise sagen, dass die ganzen Kids, die da waren, denen hat das absolut gereicht. Ich glaube, die sind auch anders sozialisiert, was so Konzerte angeht. Ich glaube, die erwarten das gar nicht, dass da Leute rauskommen und eine fette Show machen und keine Ahnung was so. Die wollen den Song hören, den Typen sehen
und halt ein Instagram-Video machen. So, ja? Und dann sind die happy darüber. Aber mir persönlich ist es dann manchmal einfach dann doch ein bisschen zu wenig und ich finde es dann schon schön, wenn die Leute sich irgendwie, auch jetzt so dieses Jahr mit dem, so ist ja wirklich jeder zweite Künstler irgendwie mit Autotune unterwegs. Und ich finde, es gibt Leute, die machen es richtig nice. Also zum Beispiel die A zum J-Show, auf der ich gestern war, da merkst du einfach, ey, der macht es nicht zum ersten Mal. Der rappt seine Parts komplett durch, der weiß, sein Autotune perfekt einzusetzen, richtig, richtig super. Und dann gibt es Leute, die einfach so, ja, wahllos damit umgehen und das finde ich dann schon einfach ein bisschen wenig so. Ja, auf jeden Fall, das mit Autotune, sowieso muss man immer gucken, wie man es macht. So, ich bin, also wir sind so, also wir machen immer Playback so, aber noch niemand hat sich irgendjemand bei uns bei den Shows beschwert, weil wir einfach auf der Bühne performen so. Und du hast schon recht, heutzutage erwartet ja niemand mehr, da sitzt der, oh, er rappt jetzt die krassen Lyrics und wir sind jetzt gespannt und da kommt jetzt das Feuerwerk und dann die Tänzerinnen und sowas alles. Es geht einfach um die Essentials, einfach auszurasten und so auf der Bühne gut zu performen und die Leute zu animieren, weißt du. Und das ist dann nicht wichtig, dass du dann jedes Wort meinetwegen mitsprichst, sondern dass du dann auch einfach mal so ein bisschen... Ja, da einfach, dass die Performance stimmt, weißt du, du bewegst dich gut auf der Bühne, du springst rum, du animierst die Leute, du hältst ein bisschen Kontakt zu denen und so. Und das ist wichtiger in meinen Augen auf jeden Fall, weil die Leute, wie gesagt, heutzutage eh upturnen wollen so und nicht sich so wie in die Oper gehen oder ins Theater und sich das angucken. Aber glaubst du nicht, dass es so dann irgendwann eine Weiterentwicklung geben muss? Also, dass auch die Fans irgendwann anspruchsvoller werden? Ich glaube nicht, weil im Club meist, also ich bin jetzt auch kein Fan von so großen Festivalauftritten, ich mag so Clubshows und so lieber. Im Club 2 Uhr nachts, wenn du auftrittst, alle sind eh besoffen so und alle wollen einfach nur, dass du abgehst so. Und wenn du dann Playback hast und selbst schon ein bisschen verschäbelt bist so, dann ist der Vibe nicht gekillt, weil wenn du dann Pause machst, immer noch der Song weiterläuft und weißt du, was ich meine so? Ich sag jetzt vielleicht mal was unfreundlich Klingendes, aber damit wirst du schon klarkommen. Wenn ich in einen Club gehe für 8 Euro und da kommt um 2 Uhr einer raus und es ist egal, was der macht, weil ich bin sowieso schon besoffen und gehe ab, tipptopp. Jeder hat irgendwie so seinen Schnitt gemacht, jeder ist hoffentlich zufrieden. Ey, super. Aber wenn du irgendwann mal vielleicht möchtest, dass ein Fußballstadion gefüllt ist und dass diese 15.000 Menschen vielleicht 80 bis 150 Euro für ein Ticket zahlen, was ich im Übrigen niemals machen würde, aber whatever. Wenn du das möchtest, das ist halt sozusagen der Unterschied, dann muss halt auch irgendwie was kommen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen dem, was wir sehen, häufig in Rap-Shows, und dem, was man sehen könnte, wenn man sich diese 180 Euro Tickets kauft, die ich mir nicht kaufen will. Ja? Ich werde niemals ein 180-Euro-Ticket kaufen, um irgendwo hinzugehen, so, sondern, also, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es dann auch so viel Spaß macht, in der O2 Mercedes-Benz Arena zu sitzen und sich dann Drake anzugucken, während du sitzt, und es ist so gar kein, also, ich finde es nicht cool, so, weißt du? Ich habe, genau, das mache ich demnächst, aber es sind die Rolling Stones in Hamburg, spielen da im Stadtpark vor 100.000 Leuten, ich habe mir 2 Tickets gekauft, weil es nur noch Sitzplätze gab, sitze ich dann irgendwie ganz hinten und gefühlte 200 Meter entfernt und frage mich ehrlich gesagt selber, ob das jetzt so einen großen Unterschied hättest macht. Hättest du dir auch eine CD anmachen können? Ja, im Zweifel ja, und du siehst wahrscheinlich eh nichts. Absolut richtig. Jay-Z im Fußballstadion, schlimmste Konzert. Das war eins der schlimmsten oder langweiligsten, was ich gesehen habe. Das Beste war die Zwischenshow, wo Timbaland auf so einem Keyboard rumgetackert hat und ihn eine Kamera von hinten gefilmt hat und er hatte so 2 Fettrollen, die aussahen wie so ein Hotdog, der immer auf und zu ging. Das war dann so mein Entertainment der ganzen Show. Und man, konnte sehen, wie er WhatsApp geschrieben hat, während er auflegt. Ich war auch in Hamburg in der Colorline Arena bei der Jay-Z-Show. Und dann Timbaland hat WhatsApp? Ja, er hat so einfach so SMS geschrieben, so, während er so aufgelegt hat. Kraftwerk, die ja nun wirklich bei Konzerten relativ wenig machen, außer als alte Herren da zu stehen, was trotzdem beeindruckend ist. Man Lichtinstallationen, hinten Video, bla bla bla. Da gibt es ein Video, wo die von oben gefilmt wurden und einer von denen checkt gerade seine E-Mails. Während, das finde ich auch nice. Das finde ich gut, zum E-Mail-Checken einfach auf die Bühne. Ich sage jetzt mal Tschüss, da kommen nämlich andere Gäste. Alles klar. Applaus für Falk Schacht, bitte. Er verabschiedet sich selber. Ich habe den nächsten Gast. Oh, gleich 2. Das heißt, wir müssen noch einen... Ey, ich mach mich auch mal vom Acker, Alter. Dann, super. Aber es war kurz, aber herzlich. Danke, dass du dabei warst. Leute, Turner. Wann müssen Sie... wo bist du nochmal? Wann? Jetzt der Werbeblock? 2 Uhr nachts, 19:45 Uhr. Guckt in die App. Turn up. Danke. Dann habe ich auf der Zielgerade noch die nächsten beiden Gäste. Dexter und Skinny. Applaus für die beiden bitte einmal. Hallo. Hey, freut mich. Danke. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Bist fit? Ja, jetzt wieder. Da ist das Mikrofon.
Du saßt gestern zwischendurch nicht so... Ja, ich war gestern noch völlig im Arsch. Warum? Ich habe zu wenig Wasser getrunken. Also ich habe ungefähr 1 Liter Wasser getrunken auf 10 Liter Bier, was kein gutes Verhältnis ist. Wir machen auch hier das Fass nochmal auf. Ich hoffe, wir können nochmal gleich ein bisschen mit dir über unser Kernthema reden. Aber bei euch beiden auch nochmal der Einstieg. Splash, 20. Geburtstag. Eure Gedanken, Erinnerungen an Splash. Was bedeutet dieses Festival für euch? Übergib dir, du hast wahrscheinlich mehr Splash-Erfahrung. Das bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich muss sagen, ich war glaube ich 2008 zum ersten Mal auf dem Splash und dann, also ich war nie so der Festivalgänger, der dann irgendwie wirklich auf dem Zeltplatz war. Irgendwie damals hat irgendwie Kohle gefehlt oder was weiß ich, dahin zu fahren. Und von daher kenne ich das eigentlich von Anfang an eher so von, ja, von hinten, aber es... Also für mich, seit 2008 bin ich jedes Jahr eigentlich hier gewesen und komme immer gerne her eigentlich. Und was macht das Splash besonders für dich? Gerade wenn du es nur von der einen Seite siehst oder dann nur als also Künstler quasi mitbekommen hast? Also für mich ist es so ein bisschen so, dass man halt von erst so unter Freunden, die halt so angefangen haben Musik zu machen, die dann erst mit so ein bisschen dahin gegangen sind, dann auch selber größer geworden sind und dass man so einfach gesehen hat, dass es alles so ein bisschen wächst und dass man zusammen auf dem Splash halt sich immer trifft. Und dort auch die Leute dann immer bessere Auftrittsslots bekommen haben. Und dass man, das ist einfach, das Splash war immer so das Resümee dann jedes Jahr, irgendwie, wie es bei den Leuten halt läuft oder dass es halt so ein bisschen weitergeht. Und ja, und einfach vor allem, für mich vor allem, dass man halt viele Leute einfach trifft und Freunde, die man lange nicht sieht und so. Das ist für mich eigentlich das Hauptding. Fast noch wichtiger als irgendwie die Shows oder so. Ja, finde ich nämlich auch. Was ist es für dich? Ich meine, du bist dann ja als medienseitig hier immer unterwegs. Also als jemand nicht immer. Nicht immer? Ich bin jung, ich bin 22. Ich bin aber hast du, also dann fangen wir andersrum an. Hast du Splash auch einfach als Fan miterlebt? Ja, absolut. Also mein erster Splash war 2012, glaube ich. Da war ich 16 und das war so komplett spontan mit einem Kumpel am Abend davor noch ein Ticket bei eBay ergattert. So, ich weiß nicht. Ich habe auch viele Freunde, die nicht auf Splash gehen, weil es einfach so nicht in deren Horizont ist. Hip-Hop-Fans und würden irgendwie gerne mal, aber sie machen es einfach nicht, weißt du? So, wenn man einmal da war, geht man immer hin, aber so der eine Sprung fehlt. Den habe ich da so komplett auf spontan gemacht. Ich wusste gar nichts. Also ich kannte das Splash, aber ich wusste nicht, in Gräfenhainichen kann man da einkaufen, sonst was. Bin mit dem Zug gefahren, habe deswegen super leicht gepackt. So auch kein Bier mitgebracht, sondern nur Wodka zum Beispiel, was ein super Fehler war. Das frühstückst du nicht. Und das war völliger Absturz und seitdem wird es eigentlich jedes Jahr so ein bisschen gediegener. Also gerade seit ich auch irgendwie als Medium, also in der Medienbranche da bin, wird es eigentlich immer ruiger. Seit wann machst du das aus Mediensicht? Also seit wann bist du? Das war auch letztes Jahr das erste Mal. Ja? Und was sind so deine Erfahrungen von beiden Seiten? Was ist so der Unterschied, der entscheidende für dich? Also natürlich, so wie ich das sehe, machst du manchmal keinen großen Unterschied, ja, wenn ich dich arbeiten sehe, aber... Wie gut ich gestern reingeschissen habe, als wir gedreht haben. Dazu kann man erzählen, wir haben gestern zusammen, er hat mich gefragt, ob wie hieß das Format nochmal? Skinnys Küche. Genau, dafür hat er gefragt, ob wir uns da hinsetzen und dann... Es ist so eine Talkrunde quasi, einfach ein paar Persönlichkeiten und man redet über Gott und die Welt. So. Genau, und dann ein Mikrofon, das Kabel hat nicht gereicht. Ach ja, Wechsel, dann habt ihr noch ein Kabel, unser Kabel ist gerade kaputt gegangen. Ich glaube, jetzt habe ich auch noch einen Autorekorder. Also es ist ziemlich chaotisch. Ja. Am Ende ist auch irgendwas sicherlich mal rausgekommen. Aber... Was bedeutet das Splash dir dann von der Seite? Also wenn du es dann von der Fanseite schon gesehen hast, aber auch von der Medienseite? Ich weiß nicht, deswegen war ich gestern auch so neben der Spur, weil eigentlich bedeutet es Arbeit, aber ich mache das ja trotzdem zum Spaß. Gerade ich arbeite ja hauptberuflich bei Rap.de, aber Hackmack eben noch so als eigenes Magazin quasi. Und ich bin gerade für Hackmack hier und ich mache dieses Magazin zum Spaß, also will ich auch das Splash zum Spaß machen und versuche da so einen Balanceakt zu kriegen, den ich... mehr oder weniger vielleicht auf die Kette kriege. Künstlerseitig, es ist ja auch der Termin, wo dann auch 100 Medien anfragen. Ne? Hast du, also dämmt das die Freude über das Festival oder macht es das noch spannender? Also so hoch sind die Medienanfragen jetzt bei mir auch nicht, dass ich jetzt sage, wow, es ist jetzt total anstrengend. Aber ja, so ein paar Sachen, ich rede ja auch manchmal ganz gerne und dann passt es schon. Also wenn es nicht zu viel wird, dann ist es auch... für mich total cool. Hat es denn also eben aus deiner Sicht auch das, also dieses Festival, Auftritte hier, die Leute hier kennen, auch im Hintergrund schon seit vielen Jahren hier mit dabei zu sein, hat das deiner Karriere irgendwie geholfen? Also quasi auch immer in diesem Kosmos dabei zu sein? Also bei mir, also wenn ich Leute kennenlerne, mit denen ich mich dann auch gut verstehe, also hier triffst du halt viele Leute und bei mir kommt es immer sehr viel so auf, wie versteht man sich und mir ist so die Business-Ebene eigentlich egal, ja, und wenn ich aber ich hatte halt auch die Möglichkeit, ein paar Leute mal zu treffen, mit zu quatschen, wo du vielleicht sonst nicht die Möglichkeit hast, weil halt einfach viele da sind.
und da ergeben sich oft dann irgendwelche guten Gespräche oder entwickeln sich Freundschaften, und mit denen man dann auch später Musik macht und so. Also auf jeden Fall. Es ist dann ja dann auch ein schöner Mix, ne? Da kommen wir nämlich nochmal zu dir, A&R-seitig. Wenn du dann jetzt deinen Künstler hier hast, so, Künstler da, hat die Möglichkeit viel zu machen, Medien da viel zu machen. Ist es dadurch das Festival auch aus der Sicht was Besonderes für dich? Es kommt immer ganz drauf an. Also es gibt Künstler, wo wir das dann sehr, sehr gerne mitnehmen, weil du halt irgendwie in kürzester Zeit sehr, sehr viele Interviews abfrühstücken kannst und eventuell auch mal ein Interview mit jemandem kriegst, was du, wofür normalerweise jetzt ein Magazin, das irgendwo anders herkommt, für deinen Künstler nicht extra so eine Reise antreten würde. Das heißt, du kannst sehr, sehr viel abfrühstücken. Ich muss fairerweise sagen, dass ich finde, dass Interviews, die auf Festivals geführt werden, meistens nicht so gehaltvoll sind, so von beiden Seiten. So Medien, das ist sehr, sehr spontan, es ist oft nicht gut vorbereitet. Es geht dann halt super viel um so Festival-Talks und so. Muss man dann wissen, was man davon dann am Ende hat. Und dann gibt es aber eine andere Größenordnung von Künstlern dann nochmal, so, wo man dann eher darauf achten muss, dass man dann halt den Künstler vielleicht ein bisschen davor schützt, an jeder Ecke irgendwie jedem ein Statement abgeben zu müssen. So. Ich würde gerne kurz was dazu sagen, weil ich finde das auch, was du beschrieben hast, gerade das Abfrühstücken ist ein gutes Stichwort. Ich finde das auch super schade, gerade wenn du auch Künstler hast, die du sehr feierst. War das aus? Egal. Nee, du musst hier näher ran. Ja, Abfrühstücken auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Gerade wenn du Künstler hast, die du sehr feierst und mit denen du gerne was Ausführliches, gut Vorbereitetes machen willst. So. Und dann siehst du ihn da und hast halt nur den Rahmen der Möglichkeiten. Ey, komm mal bitte kurz, wir haben 2-3 Formate mit dir vor, was eigentlich super schade ist, weil es hat so diesen Viehmarkt-Flavor irgendwie. So. Welches Gesicht kennt man gut? Komm mal ran, so. Hast du einen besonderen Splash-Moment eigentlich, so in deiner dann jetzt 5 Jahre Splash-Erfahrung? Ja, aber der hat nicht viel mit Musik zu tun. Ja, umso besser. Dann ist halt voll die asoziale Geschichte. Habt ihr Bock auf eine asoziale Geschichte zum Ende? Guck mal, sie grinsen alle. Okay. Ja. Jetzt hängst du die Messlatte aber viel zu hoch. Ist egal, komm. Skinny und seine asoziale Geschichte. Ja, ich schreibe ein Buch, das so heißt. Nee, ich war mit einem Kumpel auf dem Zeltplatz, halt auch auf dem normalen Zeltplatz, das war vor 2 Jahren. Da haben wir, das war eh ein kompletter Filmriss, dieses Splash. Ich glaube, ich habe nur einen Live-Act gesehen. Und am letzten Abend haben wir, kennst du Wildwochen von Imbiss Bronco? Ja. Noch jemand? haben wir einen Wildwochen-Marathon gemacht. Und irgendwann sind unsere Nachbarn abgereist, das waren eh voll die Missgeboten, so. Die haben uns die ganze Zeit übertrieben gehasst. Und haben ihr Zelt stehen lassen, weil sie es nicht mehr einpacken wollte. Und dann haben wir uns in dieses Zelt gesetzt, haben Wildwochen gehört, ich glaube 8 Stunden am Stück, die ganze Zeit gebechert, kamen irgendwann auf die brillante Idee, dieses Zelt von innen anzuzünden. Und das war einfach der Moment, weil es so ein geiles Bild gewesen sein muss, wie wir in einem brennenden Zelt sitzen, überhaupt nicht raffen, das ist da die ganze Zeit das schmelzende Plastik, weißt du, überall, bis man das erste Mal was abgekriegt hat, war es irgendwie nicht existent, so dann schnell raus. Aber wir saßen da ewig in diesem Zelt, irgendwann brannte es und haben einfach Wildwochen gegrölt, mehrere Stunden am Stück. Super behindert, aber es war großartig. Kannst du auch mit so einer Anekdote, also ich hoffe, ihr wart begeistert, einen Applaus für diese Anekdote kurz einmal. Hast du was Ähnliches oder ja, ist es bei dir ein bisschen Moderator? Nee, bei mir ist sowieso alles moderat. Also ich habe nie ein Zelt angezündet oder irgendwie sowas. Aber ich hatte gestern einen lustigen Splash-Moment, das war ein bisschen witzig. Da war ich so im Backstage bei diesen Containern und dann war so ein Typ, der hat irgendwas gesucht, irgendeine Kabine. Und der war so ein bisschen so arrogant da rumgeschlürft und ich frage ihn, so wollte so freundlich sein, you looking for something, can I help you? Und er nur so, Travis. Und er ist einfach weitergelaufen und so, okay, alles klar. Schöner aber Schluss. Mit mehr Action kann ich nicht dienen. Aber soweit ganz schöne Schlussanekdoten hier für mich. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch der letzte kleine Ausblick für, ich glaube heute, du bist auch auf der Bühne heute oder bist du? Ja, 19.45 Uhr auf der Greenstage mit noch so einem Beatset, genau, also okay. Nicht am Mic, sondern am... Machst du noch was Spannendes hier heute Morgen? Wir drehen noch ein paar Formate gleich ab. Wieder eine wieder Skinnys Küche? Nee, das war ja so ein Reinfall. Das war ja auch komplett improvisiert. ich bringe ja hier, wir leihen euch gleich einen Audiorekorder, damit ihr mal weitermachen könnt, habe ich gehört. Korrekt. Genau, also heute wird besser. Unsere Moderatorin ist gerade angekommen. Das heißt, jetzt können wir die geplanten Formate machen und schauen nicht einfach, was sich so aus der Laune heraus ergibt. Und wir beide gucken uns weiter professionell Shows von hinten an und planen die große Hip-Hop- Weltherrschaft, ne, wie immer. Deswegen, danke euch dreien für den kleinen, aber herzlichen Besuch hier bei uns. Danke euch, dass ihr dabei gewesen seid.
Genau, nochmal Applaus für die drei Herren auch. Das war der zweite Tag vom epischen Interviewmarathon und die Anzahl der Interviewgäste steigt ins Unermessliche. Morgen geht's weiter. Dritter Tag, wieder 14.45 Uhr. Würde mich freuen, wenn wieder ein paar Leute dabei sind. Mal vielen Dank, viel Spaß heute. Lass es krachen. Bis morgen. Tschüss. Backspin.